Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Modus. Heute mal mit Fiesta. Welcome to Nova. Da kann ich natürlich keine Sakura-Blume bauen. Vollkommen klar. Das ist aber stark. Wenn ich Metzger und Attack Speed mit dem APS auf den Albtraum oder den Schattentänzer mache oder Berserker. Das ist ja übel fett. Dann werde ich erstmal mit dem Metzger starten. Und werde dann wahrscheinlich hier hinten den APS hinstellen. Und dann kann ich hier zweimal den Albtraum hinpacken. Beziehungsweise den Schattentänzer. Das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Ein Berserker. Ich könnte vorne die Schleime platzieren. Ich gehe erstmal mit ein paar Kaulquappen. Damit bin ich erstmal safe dabei. Pack ich hier einen Schleim hin. Die Pyrokatze. Fiesta ist immer so ein bisschen schwer abzuschätzen, wie viel man bauen kann und sollte, damit man verkackt, aber nicht so viel. Hat verkackt durch meine Echse. Dann schicken wir gleich noch eine mit rein. Ich würde zwei Worker einfach bauen. Ich will ja verkacken ein bisschen. Damit ich und mein Team Geld kriegen. Ich habe einen Elitebogenschützen mit hingestellt. Okay, ich verkacke zu viel. Das war etwas zu viel.
Man könnte jetzt natürlich was mit magischen Schaden hinstellen. Würde für ihn ja Sinn machen. Ich mach's mal so. Wir hatten den Grawl noch mit hingepackt. Der hat ausgereicht als Tank. Okay, ein bisschen verkackt, gar nicht schlecht. Nicht zu viel. Metzger baue ich jetzt nicht hin. Das macht keinen Sinn. Ich könnte theoretisch den Schleim verbessern. Oder das Ganze so ein bisschen aufteilen. Den Dino geschickt. Okay, ich muss etwas mehr aufbauen. Oder? Wenn es noch der eine durchkommt, ist das gar nicht schlecht. Das sind noch zwei, die ineinander hängen. Okay, seine Blume hat ordentlich zu tun. Okay. Not enough gold. Schleim aufwerten. Und so. Ich hab vielleicht, ich baue vielleicht ein bisschen zu viel von denen, von den Kaulquappen hin. Bringt später nicht mehr so viel. Aber ich will ja ein bisschen verkacken. Damit mein Team Geld bekommt. Und ich auch. Ah, das könnte ich halten. Ja, der Schleim hält sich gut hoch. Durch den Metzger. Ich muss sogar abwehren, weil die anderen alle verkackt haben. Verrückt. Sollte reichen.
Was ich schon eine Schnecke mit reinkriege. Ja, ist noch mit raus. Oh, Kanonenschützin. Ja, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Consider it done. Fight the world. Off to work. Kann man gleich auf 3 Worker gehen. So machen wir das. Wie sieht's hier drüben aus? Okay, er hat einen Dachs geholt. Er hat den Growl aufgewertet. Ein bisschen Magieschaden, gar nicht schlecht. Der Arsch ist aufgewertet. So, jetzt durch meinen Albtraum. Erstmal Drachen mit rein. Mehr Schleime weiß ich jetzt nicht. Nö. All right, sir. Not enough gold. Take my spear. Hat mehr Attack Speed und den Metzger Buff. Ja, da bleibt leider noch ordentlich liegen. Die Kanonenschützin. Der hat jetzt einen Eiplatz, sie hört. Auf 10? Okay, das hätte ich nie gemacht. Mehr Gold. Haben die schon mal Doppelbuff? Kriegst du da noch einen Drachen rein? Der hat schon 2 fett aufgewertete Dachse. Da komme ich nicht so einfach durch. Ich lasse mal ein paar Worker auf.
Einen werde ich mal auf. Jetzt habe ich schon 40 Worker. Mehr Einkommen als die anderen. Ja, sieht gut aus. Ein bisschen was durchgehen, aber nicht zu viel. Oh, schade, den hätte ich gerne noch mitgenommen. Okay. Schicken davon einfach ein paar. Oh, ich habe so viele Worker jetzt schon. Okay, King ist maximal. Gucken wir mal. Ja, wenn ich dann meine Einheit noch upgradet habe, dann sieht es auch noch besser aus. Okay, das werde ich hart verkacken. Okay, einer war wenigstens noch weg. Drachen verkackt. Man sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr aufbauen. Ich will einfach die beiden mal upgraden. Dann bin ich schon sehr gut dabei. Not enough gold. Oh, die Teile transformieren. Ah, die Dachse sind stark, ne? Ich muss auf Stichwellen senden. So, 380 kriege ich geschickt mittlerweile. Ist schon einiges. Aber diesmal sieht es wesentlich besser aus. Hat wahrscheinlich sogar gehalten. Ja. Ganz schön viele Robos. So, ich werde die Seraphim mal aufwerten. Die Schleime werde ich aufwerten und den APS. Einfach damit die noch mehr Attack Power haben. Hexe. Ja, das wäre ich ab.
Abgewehrt. Die nächsten zwei Wellen muss ich mir keine Gedanken machen. Ah, doch noch ganz schön viel. Wenn ich den daneben packe. So hin. Dann können hier noch auf jeden Fall welche davon profitieren. Okay. Also ich sammle doch jetzt nicht. Wahrscheinlich, dass wir jetzt erst was Dickeres schicken. So, das sehe ich ein. Ich mache auch nicht den Autosend aus, macht keinen Sinn. Auf jeden Fall das. Ah, Dachse, ne? Hm. Ihn wahrscheinlich. Ja. Gehe ich dir noch rein? Komm schon. Nein, er hat zwei Drachen geholt. Scheiße. Gut. Auf jeden Fall kann ich hier ordentlich Worker wieder reinhauen. Da kriege ich noch gut was zusammen. Let's go. 660. Ich bin 1180 geschickt. Ah, es wird nichts. Ich glaube, Rambock und Geisterritter Kombination, irgendwie sowas. Habe ich verkackt? Ja, ein paar. Gar nicht schlecht. Ja, die werden halt einfach ab, ne? Was könnte ich jetzt noch hin platzieren? Den werde ich mal noch auf. So langsam bringt Fiesta nicht mehr ganz so viel. Ja, gegen die muss ich Rambock schicken.
Alles abgewehrt. Die ganzen Drachen. Sehr gut, dann sammeln wir jetzt. Dann schicke ich halt einen Haufen Ramböcke rein. Sieht alles ein bisschen komisch aufgestellt aus. Keine Ahnung, wie ich das besser machen soll mit zwei solchen Buffs. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt es mir in die Kommentare, wie ich die besser hinstellen kann. Weil so funktioniert es zwar einigermaßen, aber es geht sicherlich besser. Das war ganz schnell aufgeräumt. Ja, ich werde hier wahrscheinlich einfach noch Schleime vorne hinpacken. Nein, Schleim habe ich gesagt. Die das Ganze so ein bisschen abwehren. Damit das auch so ein bisschen aufgeteilt wird. Ja, auf jeden Fall Ramböcke rein. Also erstmal das, das und das. Und dann Ramböcke. Das war auch schnell vorbei. So. Ja, und Voreis könnte ich ja mit reinhauen. Can't touch this. 180. Ramböcke sollten das gute Arbeit leisten. Ja, war genau die richtige Entscheidung, Ramböcke zu holen. Der ist schon mal down. Der wird es auch nicht schaffen. Hier ist schon vorbei. Ah, der könnte abwehren. Der wird doch abwehren. Aber das nicht. Ja, eine gute Runde. Victory. Perfekt. Ja, das war's für heute mit Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos mit rein. Bis dahin, ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.